Arsenal will mit Özil verlängern. Obwohl sich die Gerüchte um einen Abgang von Mesut Özil halten, will Arsenal langfristig mit dem Deutschen weiterarbeiten. Man müsse keine Stars verkaufen, sagte CEO Ivan Gesidis auf der Jahreshauptversammlung der Gunners. Özils Vertrag läuft noch bis 2018. Neben dem Weltmeister will Arsenal auch Offensivstar Alexis Sanchez längerfristig an sich binden. Schweinsteiger bereit für Mourinho. Nach Man Uniteds Leistungen der letzten Wochen werden in Manchester Rufe nach Bastian Schweinsteiger laut. Viele Fans und Experten können nicht verstehen, warum Trainer José Mourinho Marouane Fellaini Schweinsteiger vorzieht. Der Belgier hatte zuletzt mit schwachen Auftritten die Kritik auf sich gezogen. Wie Sport1 weiß, ist Schweinsteiger bereit für ein Comeback und dank Privattrainer fit wie lange nicht. Bittencourt muss operiert werden. Der Offensivspieler des 1. FC Köln hat sich im Training eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Wie lange Bittencourt ausfällt, ist noch unklar. Seeler fordert Sportchef für Beiersdorfer. HSV-Legende Uwe Seeler hat sich kritisch über die derzeitige Doppelfunktion von Dietmar Beiersdorfer geäußert. Beiersdorfer sei total überfordert, er brauche Hilfe von einem Sportchef, so Seeler. Auch kritisierte er die bisherige Leistung der Mannschaft. Wenn man so weiterspiele, steige man in dieser Saison sicher ab, sagte Seeler der Bild. Klar ist natürlich, dass wir das unter keinen Umständen als Entschuldigung nehmen wollen und schon gar nicht als Vorabentschuldigung und auch nicht rückwirkend. Wir fühlen uns auf jeden Fall in allen Konstellationen in der Lage, Spiele zu gewinnen. Das ist auch unser Anspruch. Ist auch so was Kerniges gefragt, da jetzt nicht zu jammern, das nicht zu sehr zu thematisieren, sondern oder sagen wir zu thematisieren, aber nicht so nah an dich ranzulassen, dass es dich irgendwann beeinflusst, irgendwie nicht mehr jetzt dein Bestes zu geben. Da müssen jetzt Spieler in Folge ran, die vielleicht auch mal eine Pause bräuchten, aber es gibt jetzt keinen anderen Weg. Und natürlich stecken wir in diesen Klamotten und auch gerne in diesen Klamotten mit diesem Logo. Und natürlich sind damit auch Erwartungen verbunden, natürlich unserer Zuschauer, der Öffentlichkeit und auch der Spieler an sich und so weiter. Und denen da immer gerecht zu werden und alle 3 Tage gerecht zu werden in dem Ganzen, was auf die einströmt, sage ich ja, habe ich zum einen Verständnis. Wir fühlen uns trotzdem isoliert betrachtet, mit jeder Aufstellung in der Lage, es mit jedem aufzunehmen. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, dass sobald ein Spiel läuft, ich kann das auch nur aus meiner Sicht sagen, sobald ein Spiel läuft, ist mir in den wenigsten, wirklich in den allerwenigsten Momenten bewusst, dass Kameras und Mikrofone eingeschaltet sind. Ich würde behaupten, dass ich bei einem Jugendspiel genau gleich coachen würde, vor 50 Eltern, die zuschauen, wie morgen vor 80.000. Also das ist mir nicht bewusst. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.